Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir hören uns heute den neuen Song an von Youngmon. Youngmon ist ein kleinerer Künstler, von dem haben wir auch noch nichts abgecheckt. Der macht ja emotionalen Trap und singt auch sehr, sehr schön. Ich kann euch nur den Song Rauch empfehlen. Der Song ist wirklich, der Song ist einer der schönsten Songs, die ich je in meinem Leben gehört habe, wirklich. Wir hören kurz rein. Ich habe den letztens erst entdeckt, tatsächlich. Also Youngmon kenne ich schon von iBlali und so, aber ich habe die Musik nie abgecheckt. Und gönnt euch mal ganz kurz hier, wie er singt. Das ist wirklich, das ist Weltklasse. Digga, das ist... Boah, da krieg ich wieder Gänsehaut. Also, dieser Song, der hat's mir angetan. Der Song ist absolut heftig und das wird noch viel krasser im Song. Das war jetzt nur ein Teil. Hört's euch an, das ist wirklich heftig. Und mal sehen, wie jetzt der neue Song Uber ist. Ob der da rankommt, ob er vielleicht auch in einen anderen Style geht. Wir checken es jetzt einfach mal kurz ab. Wenn es nicht so geil ist, gut, dann hören wir es trotzdem. Wir gönnen uns. Ich gebe mal ein Herz aus Prinzip. Uber. Also es geht wahrscheinlich um das Fahrunternehmen. Oh, das geht aber schon gut los. Das geht wieder in diese Richtung. Der hat so eine Post-Malone-Betonung mit diesem Wabern in der Stimme. Dieses Ketterauch. Ich kann das nicht. Das ist richtig. Alter, es geht schon wieder so los, ne? Oha. Die Nacht allein und sie ruft an. Viel zu viel Like in der Blutbahn. Da haben wir schon den Reim auf Uber. Habe ich Juba gesagt? Nee, oder? Ach, egal. Jo, schön. Okay, also auch wieder Liebessong, vom Soundbild eher trippy, eher nicht so ultra emotional. Betonung und Gesang schon relativ emotional, doch gefällt mir bisher eigentlich ganz gut. Der Beat ist jetzt nicht so meins, aber... Naja, wobei, hat schon was. Hat einen geilen Bass. LOL! Ja, ich wollte gerade sagen, der Bass kommt mir sehr bekannt vor. Vor allem ich sage ja, der Beat geht so, ne? Produziert von Tani, Digga. What the fuck, Alter? Tani ist für mich dritt, viertbester deutscher Produzent, so. Und ich sag, ja, Beat, naja, nicht so meins. Was für ein Quatsch laber ich? Bruder, der Beat ist heftig. Ne, bisher ist ja noch nicht viel passiert im Beat, so. Naja, nur weil ich jetzt jemanden feiere, heißt es ja auch nicht, dass ich alles von ihm feiere. Der Beat ist jetzt, gefällt mir jetzt nicht so krass. Oh, jetzt kommt Kopfstimme. Das erinnert mich fast schon an Wavy Boy. Krass. Gänsehaut, Bruder. Okay. Ich weiß es nicht, warum ich down auf dem Display bin. Okay. Das ist schön. Boah, Vergangenheit. Der Typ, ey, was hat der für Betonungen drauf? Die Stimme von dem, Alter. Der ist auch noch ganz jung und es sieht auch echt fresh aus. Ein richtig cooler Typ. Doch, ich komm auf den Film klar.
Ich mag halt allgemein Trap nicht, wo so nicht viel passiert, sage ich mal. Aber bei ihm macht's halt die Stimme aus so. Das ist kein ultra krasser Beat, auch kein sehr besonderer Flow, aber eine sehr, sehr besondere Stimme und eine sehr besondere Weise zu singen und das finde ich schön. So Standard-Trap, Cloud-Rap mag ich gar nicht. Also, na gut, beziehungsweise ist so, ja, wie soll, ich weiß ja, wie man das kategorisieren soll. Es gibt Trap, den ich mag und Trap, den ich nicht mag, sag mal so. Wenn auf dem Beat, wenn jetzt irgendjemand so, keine Ahnung, ich will jetzt keine Beispiele nennen. Er macht's gut und bei ihm finde ich den Style sehr nice. Also beziehungsweise bei ihm gefällt's mir. Aber Rauch toppt halt nichts, ne? Ich verstehe, also ich denke mir halt so, wenn ich das jetzt höre, Bruder, mach noch mal sowas wie Rauch, weil der Song, dass ein Mensch fähig ist, dazu sowas zu machen, der Song war so krass, ey. Alter. Ja, dieses, warum sind wir so naiv? Das naiv, sehr schön betont. Sehr hoch. Aber dieser Song, Bruder. Okay, verfärbe schon das Weiß an meiner Wand. Ah, Digga. Ja, ich zünd sie an. Oh, Baby Girl, in meinem Herz ist ein Brandloch. Ja, der Song ist halt, weiß ich nicht, ist halt einfach krank. Okay, Leute, das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt irgendwie nicht so viel dazu sagen konnte. Aber ja, ich wollte es einfach mal abchecken. Macht's gut und ciao.